Ah, das ist aber keine Tür. Oh, bejesus. Oh, oh Gott. Panik. Ogre. Lass mich in den Schatten. Irgendwo hat sich eine Tür geöffnet und aus dem Boden ist ein Ogre gekommen, oder was? Schön im Schatten bleiben. So ist gut. Bitte sag mir, dass das der einzige Ogre war. Auf Ogre bin ich nicht so gut zu sprechen, aber ich mag euch lieber wie die Goblins. Ihr seid nämlich nicht so eine Pest. Nein, ich glaube, da ist tatsächlich nur der Ogre rausgekommen. Dann müssen wir nur noch herausfinden, in welcher Ferne sich die Tür geöffnet hat. In weiter Ferne hieß es ja sogar. Muss ich an das andere Ende von Tamriel laufen? Gott, der mit ihr Säcke. Oh, warte, sag bloß. Mein unglaublich feines Gehör hat mir gesagt, dass die Tür 4 Stockwerke über mir hinter diesem Geheimgang ganz oben an diesem einen Gitter aufgegangen ist. Ich habe wirklich das feinste Katzengehör, wenn das der Fall sein sollte. Das ist ja durch mehrere Böden und viele Tonnen Gestein. Doch, tatsächlich. Ich habe gehört, wie das... Die Tür ist ja nicht mal aufgegangen. Ich habe gehört, wie sich das Schloss aufgedreht hat. Ja. Ich meine, wenn ich ja der Superman bin, dann umso besser. Okay, weiter geht's. Ich bitte darum. Ich denke, wir alle wollen langsam in die Wüste, oder? Da stimmt ihr mir hoffentlich zu. Alte Holztür zur Eingangshalle. Alles klar. Eingangshalle hört sich gut an. Eingangshalle hört sich so an wie der Ort, wo ich schon die ganze Zeit hin will. Okay. Hauptsache nochmal eine Geheimtür machen. Sehr gut. Hüpsala. Auch Eingangshalle, aber wahrscheinlich auf einem Balkon. Nehmen wir mal die Fackel weg. Und speichern wir mal richtig. Habe ich noch gar nicht jetzt bisher gemacht. Ich habe das Gefühl, dass wir irgendwas Endgültiges gleich erleben werden oder sehen werden. Also, was ist hier los? Wer ist der Anführer? Und dann wollen wir den Anführer natürlich auch direkt erledigen. Dafür sind wir doch da. Waren wir schon mal hier? Ah ja, genau. Hier waren wir hinter der Absperrung, hinter den Brettern auf der anderen Seite. Übrigens, wenn ihr euch fragt, warum ich die Fackel immer wieder mal einstecke und dann wieder raushole, öfter mal hintereinander. Das hat sich nämlich auch schon mal jemand gefragt in den Kommentaren. Das liegt daran, dass ich die meiste Zeit natürlich mit Fackel für euch alles hell machen möchte. Aber ab und zu will ich dann ohne Fackel einen Raum betreten, dass ich nicht sofort angefallen werde von irgendwelchen fragwürdigen Gestalten. Oh, bejesus. Okay. Eine sich drehende Feuerschale. Interessant. Ich sollte wohl bei diesem automatischen Flammenwerfer im wahrsten Sinne des Wortes lieber ein bisschen vorsichtiger vorgehen, ne? Kann man ja nie wissen, wann man hier sein Gesicht weggebrannt bekommt. Alter Ostturm, will ich da hin? Oh Gott, sag mir jetzt bloß, dass ich noch jetzt... Ich muss hier einen Schlüssel finden, um in den alten Ostturm zu gelangen. Und von im alten Ostturm ist ein Schlüssel zum alten Westturm. Vom Westturm kann ich dann in den Flur der Eingangshalle. Vom Flur der Eingangshalle muss ich in den Nordturm für einen Schlüssel zum Südturm, für einen Schlüssel zum eigentlichen Eingangsbereich, den ich über den Flur des Eingangsbereiches erreichen kann. Also ganz ehrlich, wundern würde es mich nicht. Ich habe schon Abwegigeres gesehen. Ah! Ah! Bitte töte mich nicht. Oh, das war ziemlich schmerzhaft. Warte, ich habe mittlerweile so viele Heiltränke eingesammelt. Da können wir ruhig mal... Vor allem, ja hier, 38 starke Heiltränke. Easy going. Da können wir ruhig mal beruhigt den ein oder anderen, an dem ein oder anderen nippen. So, was ist hier los? Oh je. Soll ich euch belauschen oder einfach erledigen? Hi. Wie schön, euch zu sehen.
Hohe Berge erheben sich an der Grenze im Norden und Osten und Sümpfe und Regenwald erstrecken sich bis zur südöstlichen Grenze. Das haben auch schon andere gesagt. Ich hab's jetzt einfach mal so gelöst. Solange ich ein dunkles Eckchen habe, ist der Stone ganz fröhlich, ne? Warum bist du so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Weil es dunkel ist. Hallo. So. Ich denke, jetzt mit knapp 50 Heiltränken sollte ich erstmal versorgt sein. So, das ist hier verbarrikadiert. Kann ich das irgendwie hier von innen aufsperren oder so? Nein. Soll ich aus dem Schleichmodus raus? Nein, okay. Noch nicht. Aber vielleicht gleich. Ich sollte wohl erstmal schauen, wer da hinten so alles drin ist. Ganz genau, mein Freund. Ihr habt euch ein klein wenig verschätzt, als ihr euch mit mir angelegt habt. Denn ich habe die Macht des Speicherns und Ladens und ich kann mit ganz viel Käse nach euch werfen. So, das hättet ihr nicht erwartet, wa? Jo. Laber nicht. So, wer hockt da? Der sieht ein bisschen aus wie Okato. Warte, soll ich euch überhaupt töten? Ich glaube nicht. Oh, goddammit, ich wollte noch looten. Ihr seid ein wahrhaft abscheuliches Geschwür, Meister von Kyro.de. Ich habe es im Guten versucht, habe euch einen eigenen Ritterorden gegeben und den Adel dazu ermutigt, euch zu beschäftigen. Aber ihr könnt es einfach nicht lassen, euch in meine Angelegenheiten einzumischen. Versteht doch, der Kaiser ist tot. Ich bin der Einzige, der das Reich noch retten kann. Da ihr wie eine Klette an mir zu hängen scheint, werdet ihr nun mein Werkzeug und ehrfürchtiger Diener sein. Und ihr werdet euch da raushalten. Packt ihn! Au! Eiskalt von hinten ausgenockt. Da hat man auch den Knüppel gehört. Okato ist der Oberste der Aufrührer, dieser hinterhältige Hochelf. Er sagte, dass er allein das Kaiserreich noch retten könne. Er muss verrückt sein. Nachdem er seinen Monolog endlich beendet hat, schlug man mich hinterrücks nieder. Als ich wieder erwachte, fand ich mich in einem großen Raum wieder. Hier brennen nur ein paar wenige Kerzen, flüstert da jemand. Hört mir zu. Sobald das Häufchen Elend aus seiner Ohnmacht erwacht ist, werden wir mit dem Ritual beginnen. Aber mein Gebieter, wozu brauchen wir diesen Abschaum? Er ist eurer nicht würdig. Wenn sich die Prophezeiung als wahr erweist, können wir Mephala nur durch den Kyro.de-Meister beschwören. Ja, wir werden einen Daedra-Fürsten beschwören. Wir werden ihn an... Ich meine, ihr werdet ihn beschwören, mein Gebieter. Der Daedra wird mir das Schwert geben und Thürfing wird uns dann den Weg zum neuen Amulett der Könige weisen. Denn ist das Herz des Drachen einst verschwunden, so folgt dem Götterschwert bedacht. Der Held der verbrannten Stadt ist daran gebunden und der Spinnenherr weiß, wo es wacht. Die Prophezeiung spricht mit klaren Worten und ich werde es sein, der sie wahr werden lässt. Okato von Erstburg wird der neue Kaiser von Tamriel sein. Heil, Kaiser, Okato! Ah, er kommt wieder zu Bewusstsein. Hallo. Ihr scheint die Reise unbeschadet überstanden zu haben. Steht ihr bequem? Naja, um ehrlich zu sein, ich war zwar ohnmächtig, aber ich bin trotzdem gestanden die ganze Zeit und ich hatte quasi eine erzwungene außerkörperliche Erfahrung soeben, aber ansonsten geht es mir ganz gut. Um ehrlich zu sein, interessiert mich eure Bequemlichkeit einen Dreck. Legt die Drachenrüstung an und haltet still. Aber die ist viel zu eng und passt nicht zu meinem Teint. Oh Mann. Das finde ich jetzt nicht nett von euch. Pentagramme waren noch nie so nach meinem Geschmack, Leute.
Kato will sich selbst zum Kaiser krönen. Ist das Ritual nun wirklich vollbracht und Mephala erschienen? Scheint, als weist ein Daedra-Schwert zu einem zweiten Amulett der Könige. Wenn Okato wirklich glaubt, dass er durch mein Blut die Kaiserkrone erringt, dann hat das Spitzohr zu viel Zeit in seinen alten Büchern verbracht. Er wird sein Schwert bekommen, aber es wird nicht der Daedra sein, der es ihm bringt. Die Frage ist nur, wo ich hier bin. Ja, das ist die Frage. Bin ich Nagish? Ich bin Nagish. Oh, aber ich habe noch meinen Kram. Okay, das ist sehr gut. Nur die Drachenrüstung wurde irgendwie an mir verbrannt. Glaube ich. Möglich wär's. So, wo... Was zum Teufel habt ihr gemacht? Könnte es sein, dass wir... Oh, Jesus. Oh nein. Oh, Jesus. Ah, nicht, töte mich nicht. Ah, schnell raus hier. Ich glaube, da war sonst nichts. Wer einen Elefanten besitzt, kann ihn benutzen, um Lasten zu transportieren und Waren zu handeln. Oh, sind wir endlich angekommen? Oh, ja. Das sieht gut aus, meine Freunde. Das sieht gut aus. Endlich. Ah. Endlich in der Wüste angekommen. Wow, hat das gedauert. Der Wahnsinn. Und ich bin ja gar nicht mal so langsam durch die Dungeons gerannt. Es ist umso schöner und tut umso besser, endlich da zu sein. So, wer bist du denn? Möchtest du mich irgendwie in Empfang nehmen oder mich etwas aufklären, wo wir hier gerade sind? Was gerade passiert ist, wirst du mir wahrscheinlich nicht sagen können. Hallo? Oh, der sieht aber dunkel aus. Könnt ihr mir sagen, wo ich hier bin? Versteht ihr mich? Wo bin ich? Ihr wisst wirklich nicht, wo ihr seid, oder? Nein! Könnt ihr mir helfen? Das ist alles eine längere Geschichte, aber erstmal will ich wirklich nur wissen, wo ich bin. Folgt mir. Ja, okay. Einfach so? Warte kurz. Gibt's hier noch irgendwelche... Okay. Wisst ihr was? Ich folge dir einfach nur, mein Freund. Mein namenloser Freund. Stau, das kann man rechts unten lesen. Ja, ich weiß, das hätte man rechts unten lesen können. Verdammten Klugscheißer. Seid mal bisschen RP. Ne, hier. Oh, Regen. Es regnet, mein Freund. Endlich Wasser. Freust du dich nicht darüber? So, ein bisschen mehr zerfallene Ruinen. Okay. Oh, ein kleines Lager. Sehr gut. Nein, nicht sehr gut. Sieht aus wie die Chitin-Rüstung aus Morrowind. Hallo? Wo möchte er mich denn hinführen? In diesen Kreis. Hier ist doch gar nichts. War's das? Hallo? Okay, ich hab doch nichts getan. Nee. Hey, hey, hey. Kämpf! Ich habe schon mal so lange das getan. Kämpf! Machst du Witze? Oh. Kämpf! Hey, hey. Habe ich ernsthaft das ganze Lager jetzt am Sack? Oh, den Göttern sei Dank. Du bist es. Na los, steh nicht so dumm rum. Befreie mich von meinen Fesseln. Befreie mich von meinen Fesseln? Wer sagt das denn? Ich habe gerade eben hier einen ganzen Haufen Soldaten getötet. Bist du auch ein Feind? Du willst mich hier doch nicht versauern lassen, oder? Hey! Oh, warte! Du bist doch der Meuchelmörder, der versucht, Herr Helga zu töten, oder? Es hat eine der anderen... Das sind doch hier alles Räuber. Hey, du willst mich hier doch nicht versauern lassen, oder? Nein, eigentlich nicht. Vielleicht kannst du mir erzählen, was hier passiert ist? Was ist hier überhaupt los? Hallo? Na, wurde auch Zeit. Wo sind wir hier? Was weiß ich? Bist du auch gerade eben hierher gekommen? Durch Okato? Ja, durch wen sonst? Glaubst du, ich mache hier einen Entspannungsurlaub? Nein! Das ist nur eine Übung, hat er gesagt. Und mach dir keine Sorgen, es wird sowieso nicht funktionieren. Ha! Trau nie einem Spitzohr. Das hat meine Oma immer gesagt. Wieso habe ich nicht drauf gehört? Ja, aber wo sind wir denn hier? Denk doch nach. Der Lordkanzler wollte Mephala beschwören.
Er spricht also seinen fantastischen Zauber. Hokus, Pokus, dreimal schwarzer Kater. Und was passiert? Wüste. Nichts. Kein Gott erscheint. Stattdessen sind die Idioten, die in der Mitte standen, weg. Wir beide. Mit dir hat er doch dasselbe gemacht, oder? Ich glaube schon, aber wo sind wir? Mann, da oben scheint bei dir wirklich nichts los zu sein. Die Gehirnmasse konzentriert sich eher auf deine Oberarme, was? Gut, das war immer noch keine Antwort, aber mach's gut. Hey, nun warte doch mal. Vielleicht kann ich dir ja helfen, hier wieder wegzukommen. Oder was immer du auch hier willst. Ja, also, weißt du jetzt etwas über ein Schwert? Da gibt es ja diese Schwertprophezeiung. Ein Schwert? Nö. Ja, dann tschüss. Aber jetzt, wo du es erwähnst, dieses Schwert, ja, doch, es fällt mir gerade wieder ein. Du meinst doch das mit den schönen Verzierungen, das das Spitzohr gerne hätte? Ja, genau das, na klar. Ah, wirklich? Ja gut, das ist nämlich hier ganz in der Nähe. Labanett, das glaubst du doch selber nicht. Doch, doch, die Typen hier haben darüber gesprochen. Es soll irgendwo da hinten liegen. Ich muss dich begleiten, damit du es findest. Ach ja, auf mich zu verarschen. Ja, ja, schon gut, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Aber alleine habe ich doch in diesem verlassenen Ort keine Chance. Die Typen hier, ich schwöre dir, die wollen mich essen. Ja, dann komm halt mit. Ah, gut. Wo geht's lang? Keine Ahnung. Das weiß ich doch auch nicht. Ich weiß gar nichts. Lass mich kurz gucken. Habe ich die Map? Nein. Sehr gut. Nein, nicht so gut. Aber ich hatte mir die ESP mit der Karte installiert. Vielleicht muss man die Karte auch hier erstmal finden. Ich weiß es nicht genau. Erstmal sammle ich mir auf jeden Fall all meine Pfeile wieder ein. Chitinpfeile. Ah ja, Chitinpfeile. Ich möchte jetzt noch kurz gucken, ob das wirklich das eine die Chitinrüstung war. Knochenharnisch, genau. Mephalas Reich. Das ist jetzt nichts Neues, glaube ich. Aber weil wir ja irgendwie Mephalas Klinge oder so, ne? Spinnenfürst und so weiter holen sollten. Bedeutet das hier was Besonderes, das Buch? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. So, aber... What the f... Ich wollte eigentlich zu den Leuten da rein. Was zum Teufel? Will der Typ mich jetzt ernsthaft ansprechen? Und rennt dabei komplett außen rum? Fuck. Jupp. Hey, warte mal. Siehst du das dort? Was denn? Na, das da. Was dem einen Kerl aus der Tasche guckt. Nein. Was denn? Wem? Wem von denen? Von diesem Haufen hier. Da haben wir ja so einige zur Auswahl. Was hast du gefunden? Zeig mal her. Hat das noch oder hast du es dir schon genommen? Hast du das Buch... Du solltest vielleicht mal die Pfeile entfernen. Das sollte deine Priorität Nummer 1 sein, würde ich mal so spontan behaupten. Da ist noch mein Pfeil. Ja, was hast du gefunden? Meinst du das Buch? Ja, ja, ich verstehe. Wir sind hier und dann müsste das... Zeig mal her! Nimm deine Griffel weg! Ich habe das gefunden! Ruhe oder ich schlitz dich auf! Ich wollte doch nur mal schauen. Nein, nein, jetzt drehen wir das Spielchen mal um. Du folgst jetzt mir. Du kannst jetzt mich mal. Gut, geh fort, tschüss. Das fühlt sich gut an. Los geht's.